Paceri alla Livornese. Hoi zusammen, heute machen wir zusammen Paceri alla Livornese. Einfach schnell und gut. Das nehme ich für zwei Personen, 250 Gramm Paceri von frischepasta.ch. Geben gut, empfehlenswert. Dann nehmen wir 35 Gramm Walnüsse. Die nehmen wir mit dem Mixer pürieren. Dann geben wir 50 Gramm frischen Basilikum dazu. Dann das ebenfalls pürieren. Dann brauchen wir einen halben Teelöffel Salz. Anstatt Salz nehme ich gerne Knoblauch Chili-Rauchsalz von Bünzli Gewürz, einfach weil ich es gerne habe. Das schnell verrühren. Und dann nehmen wir 35 ml Olivenöl. Das funktioniert jetzt wie bei einer Mayonnaise. Faden, Weiss, drei und immer schön rühren. Dass sich schön verbindet. Dann brauchen wir 75 Gramm, am besten frisch geriebenen Pecorino. Ich habe keinen gefunden hier, darum nehme ich frisch geriebenen Parmesan. Auf das frisch geriebene kommt es an. Den geben wir dazu. Dann ist nachher mit einem Holzlöffel schön drunter rühren. Dann kochen wir die Pasta separat kochen nach Packungsangaben. Dann geben wir unsere Pesto-Masse, oder Art Pesto-Masse, original Pesto ist sie ja nicht, in eine Bratpfanne. 2 Esslöffel vom kochenden Pasta-Wasser dazu. Und dann das Ganze bei mittlerer Hitze erwärmen. Dann die Paceri abschütten und vorsichtig drunter rühren. Und fertig sind unsere Paceri alla Livornese. Ich wünsche einen guten Zusammen.